Fanny ist der Avoram und dieses Mal habe ich etwas Besonderes. Wir sind hier in einer Episode von Avo GameTech und ich zeige euch, wie man Assassin's Creed Chronicles China starten kann mit Windows 11 für den Fall, dass ihr eine wilde Fehlermeldung bekommt. Also ne, ihr startet und nichts passiert. Und dazu geht ihr jetzt hier mit der rechten Maustaste auf die Installation, ganz wichtig. Dann geht ihr einmal auf Eigenschaften. Und wenn ihr da seid, hier auf den Reiter Kompatibilität. Dort findet ihr einmal diese Option Programm als Administrator ausführen. Das ist ganz wichtig, weil damit übersteuert ihr die Rechte und das ist das Hauptproblem. Und idealerweise dann bei der Kompatibilität nimmt Windows XP Service Pack 3. Was ich noch habe, ist noch ein kleines Zusatzproblem, das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und zwar, wenn ich das Programm starte, passiert Folgendes. Ja, Adminrechte werden eingefordert. Und dann kommt diese Fehlermeldung. Das hängt damit zusammen, dass meine NVSPCAP-DLL nicht vorhanden ist. Und hier wird ihm ein ungültiges Bild angefordert. Ich weiß nicht, ob ihr das Problem mit eurem Windows 11 auch habt. Aber wenn ja, es ist egal. Das müsst ihr einfach ein paar Mal bestätigen. Und schon seht ihr, startet dann gleich das Chronicles. Nochmal zwei Fehlermeldungen wegdrücken. Und ihr hört es jetzt schon im Prinzip im Hintergrund. Und wenn ihr jetzt hier unten, bei mir, wie gesagt, nicht direkt auf den Desktop was Symbol geht, dann ist es für euch da. So sieht es dann aus. Und ja. Das war schon mein kleines Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen. Have fun, neuer Avoram. Bis demnächst wieder hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.